Hallo, herzlich willkommen bei Exklusiv. Ich bin Bella Lesnick. Liebeskummer, was ist das? Silvi Mais liefert den Paparazzi in Miami eine heiße Show, nachdem ihre Verlobung geplatzt ist. Das Leben ihrer großen Liebe Raphael van der Vaart könnte dagegen nicht gegensätzlicher sein. Und was macht eigentlich Sabia? Jasmin Dickmann mit einem Vergleich. Was passiert, wenn man in einer Interviewfrage nur einen einzigen Buchstaben verwechselt? Diese blutdrucksteigernde Erfahrung hat unser Kollege Kene Amour gemacht beim Date mit Ilka Bessin, besser bekannt als Cindy aus Marzahn. Wie die reagiert und wie sprachlich verwirrend es sein kann, Pamela Anderson zu treffen. Herbert Reger und Jasmin Dickmann. Das eigene Kind lässt einen Hollywood-Star eiskalt im Regen stehen. Sebastian Klimke und Aline Czelik. Das Schöne an Kindern ist ja, die machen einfach, was sie wollen. Da ist es auch ganz egal, ob sie Normalos oder Königskinder sind. Nur, dass bei den Royals und dem Hollywood-Adel immer alles von Kameras festgehalten wird. Finden wir ja super, so haben wir was zu gucken. Pat Kostka und Jasmin Dickmann. Und gleich in den Nachrichten. Ein jugendlicher Afghane ersticht seine 15-jährige Freundin in einem Drogeriemarkt. Und das, obwohl die Polizei gewarnt war und vorher Kontakt zu ihm hatte. Und schon 3 Tage vor Silvester werden massenhaft Böller und Raketen gezündet. Wer haftet, wenn was Schlimmes passiert? Jetzt bei RTL aktuell. Und an Silvester sind wir mit was ganz Besonderem wieder da. Mit dem Exklusivspezial Unser verrücktes Promi-Jahr 2017. 19:05 Uhr dürfen Sie nicht verpassen. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Kommen Sie gut rein. Bis dann. Tschüss.